In diesem Video geht es um das Thema Intelligenz und IQ. Welcher Beruf passt zu welchem IQ? Dazu gab Jordan Peterson eine sehr interessante Vorlesung, die ich dir natürlich gerne in der Videobeschreibung verlinke. Sodass du dir nicht die vollen 2 Stunden anschauen musst, habe ich dir die aus meiner Meinung nach wichtigsten Aussagen zusammengefasst und ins Deutsche übersetzt. Viel Spaß damit und herzlich willkommen bei Money Talk. Es ist wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Stufen von Intelligenz gibt. Wenn du einen Beruf annimmst und du aber nicht clever genug für diesen Beruf oder für die Tätigkeit bist, dann wirst du ein sehr stressiges Leben führen und du wirst die Leute um dich herum enttäuschen und überfordern. Kurz gesagt, du würdest mit der Position nicht klarkommen. Je höher du auf der Kompetenzleiter kletterst, desto mehr Intelligenz wird vorausgesetzt. Das bedeutet, wenn du nicht in deiner Position versagen möchtest, dann beiß nicht mehr ab, als du schlucken kannst. Naja, aber wann ist viel zu viel? Das ist eine sehr schwierige und sehr individuelle Frage. Du kannst sie mit Intelligenz beantworten, mit Pflichtbewusstsein, mit Kreativität, mit Stresstoleranz, mit Verträglichkeit und mit Neurotizismus. Grundsätzlich solltest du dein Stresslevel möglichst klein halten, weil diese Punkte sind alles mögliche Elemente, an denen du scheitern kannst. Die meisten Leute haben mindestens eine wesentliche Schwachstelle. Das heißt, man muss unglaublich vorsichtig sein, dass man sich durch seine Position nicht in Situationen bringt, in denen man in seiner Schwachstelle angesprochen wird. Was man aber machen kann, um sowohl den eigenen Erfolg als auch das eigene Wohlbefinden zu maximieren, ist folgendes. Du suchst dir eine Berufsschicht, in der du gemäß deinem Intelligenzlevel zum oberen Viertel zählst. Diese Situation ist perfekt, weil dann bist du ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Du möchtest nicht der Unbegabteste oder Dümmste in einem Raum sein, weil das ist eine sehr anstrengende Voraussetzung. Du möchtest aber auch nicht der Schlauste im Raum sein, weil das bedeutet, dass du wahrscheinlich in einem anderen Raum sein solltest. Wenn du an der Spitze stehst, heißt das, dass du diesen Bereich gemeistert hast und vorwärts gehen solltest, sodass du wieder Lernpotenzial hast. Wenn du zum Beispiel nicht sehr gewissenhaft bist, dann macht es keinen Sinn, dass du einen Job nachgehst, für den du mindestens 70 Stunden in der Woche arbeiten sollst. Dann wertest du deine Freizeit höher und daran ist nichts falsch. Wenn du aber nie stillsitzen kannst, dann kannst du dir überlegen, ob du einen Beruf wählen möchtest, der das voraussetzt. Grundsätzlich steigt mit dem Level der Kompetenz einerseits die bedingte Intelligenz, aber eben auch die Gewissenhaftigkeit. Und damit einher geht auch eine hohe Stresstoleranz. Weil je höher das Kompetenzniveau, desto schwerwiegender und komplizierter die Entscheidungen, die du treffen musst. Darum solltest du dich ganz genau hinterfragen, ob du das wirklich willst. Also gut, wie intelligent musst du sein, um welche Dinge auch immer tun zu können? Bei einem IQ von 116 bis 130 sind Berufe angesiedelt wie Anwalt, Forscher, Editor, Marketingmanager, Chemiker, Ingenieur, Executive Manager, System Analyst, Auditor und so weiter. Kleine Randbemerkung, das ist nicht das obere Ende des IQs. Nach oben ist natürlich Luft, aber es werden dementsprechend immer weniger Menschen. Wenn du der Allerbeste sein möchtest in dem, was du tust, weltweit, dann ist ein IQ von über 145 vorausgesetzt. Dazu kommt dann noch die Stresstoleranz und die Gewissenhaftigkeit, die wir vorher angesprochen haben. Wie kommt es denn, dass die Intelligentesten selten an der Spitze sind? Naja, sie waren nicht schnell genug. Es ist natürlich alles ein Rennen und ein großer Teil von der Intelligenz macht auch die Geschwindigkeit aus. Wenn du dich also mit etwas Hochkomplexen auseinandersetzt, dann ist es klar, dass der Schnellste, der die Lösung bringt, der Erste sein wird. IQs von 110 bis 115 sind geeignet für Copywriter, Buchhalter, Manager, Verkaufsmanager, Analysten, General Manager, Krankenpflege, Lehrer und so weiter. Wenn du dir eine Universität anschaust, wer sind die intelligentesten Menschen an der Uni? Was denkst du? Mathematiker und Physiker. Wir könnten auch darüber sprechen, welche Bereiche am anderen Ende des Spektrums liegen, aber das lassen wir mal weg. Ein IQ von 103 bis 108 ist leicht über dem Durchschnitt. Filialleiter, Laborangestellte, Kundendienst, Support,
Verkauf, Administration, Designer, Sekretariat, Techniker und so weiter. Auf diesem Level haben Leute eine gewisse technische Fertigkeit, um komplexere Probleme angehen zu können. IQ von 100. 100 ist der Durchschnitt. Polizeibeamter, Rezeptionist, Kassierer, Handwerker, Maler, Erzähler, Dispatcher. 95 bis 98. Mechaniker, Food Manager, Qualitätskontrolle, Sicherheitsdienst, Wartung, Schweißer, Fahrer, medizinische Assistenz. Das ist ein guter IQ-Raum für qualifiziertere Aufgaben. 87 bis 93. Bote, Fabrikarbeiter, Essen, Detailhandel, Helfer, Logistiker, Hauswart. Was man feststellen kann ist, dass je tiefer man in der Hierarchie geht, desto einfacher verständlich werden die Aufgaben. Diese Aufgaben werden wahrscheinlich weitergegeben oder sie sind repetitiv. Weil was der IQ in einem gewissen Grad vermittelt ist, wie schnell man etwas lernen kann. Aber wenn es dann mal gelernt hat, sagt es nichts darüber aus, wie gut man es auch umsetzen kann. Das heißt, Menschen mit einem tieferen IQ sind eher geeignet, um repetitive Aufgaben zu erfüllen. IQ unter 87. Ist da etwas? Nein, nicht wirklich. Und das ist ein Riesenproblem. Ein großes Problem, über das wir als Gesellschaft viel zu wenig sprechen. Jobs für Menschen mit tieferen IQs als 85 sind extrem selten anzutreffen. 15% der Bevölkerung hat einen IQ, der tiefer als 85 ist. Was sollen denn bitte die ganzen Leute machen? Das sollten wir dringend herausfinden. Wir können beobachten, wie die ganzen Tech-Nerds die Welt verändern. Die Nachfrage nach kognitiven Arbeitskräften nimmt rasant zu. Meinst du, ein Roboter kann bei McDonald's an der Kasse arbeiten? Nein. Die Aufgaben und das menschliche Verhalten sind noch viel zu komplex dafür. Das ist eine Diskussion, die niemand wirklich führen möchte. Und das ist okay. Es ist trotzdem ein Problem. Nur als Beispiel. In Amerika ist es illegal, jemanden der Armee beitreten zu lassen, der einen IQ von unter 83 hat. Das sind ca. 10% der Bevölkerung. Die US Army hatte IQ-Tests, seit es IQ-Tests gibt, weil sie wollen möglichst alle an Bord haben. In Friedenszeiten wird die Armee genutzt, um die Leute auf der sozioökonomischen Leiter hochzubringen, und in Kriegszeiten brauchst du logischerweise so viele Soldaten wie nur irgendwie möglich. Also wirst du nicht wählerischer sein, als du effektiv sein musst. Wenn die Armee also einen IQ von 83 als gesetzliches Limit angesetzt hat, dann weißt du, dass sie das gemacht hat, weil es eine absolute Notwendigkeit ist. Und wenn jemand mit einem IQ unter 83 nicht einmal der Armee beitreten darf, dann was denkst du, kann diese Person in der allgemeinen Gesellschaft machen? Die Konservativen sagen jetzt, na, die müssen einfach mehr arbeiten. Und die Liberalen sagen, es gibt sowieso keine Unterschiede zwischen den Leuten, wir sind alle gleich und du kannst Leute trainieren und schulen, dass sie alles machen können. Beide Meinungen sind falsch, wie wir gesehen haben. Und solange wir keine der politischen Richtungen haben, die das Ganze noch einmal kritisch hinterfragt, werden wir weiter einen Spalt in die Gesellschaft schlagen. Weil wir verkomplizieren alles und so schnell, dass du gar keine Anstellung finden kannst, außer du ziehst mit und verbesserst in genau derselben Geschwindigkeit deine Intelligenz. Und damit werden wir in Zukunft definitiv zu kämpfen haben. Anwälte werden in Zukunft immer mehr verschwinden. Warum? Du kannst es googeln. Du kannst immer mehr selber machen, wenn du weißt wie. Die Arbeiterklasse wurde in den letzten Jahren ziemlich heftig durch Automatisierung und andere Faktoren reduziert. Als nächstes steht das untere Ende der Angestelltenklasse an. Ich sage nicht, dass Anwälte kurz vor dem Verschwinden stehen, aber Anwälte, die auf den unteren Stufen agieren, die zum Beispiel nicht sehr spezialisiert sind, die stehen bald auch auf der Liste. Es wird immer Platz geben für kreative, schnelle und intelligente Menschen. Und die werden unter dem Strich irgendwann einmal auch das ganze Geld haben. Weil wenn du klug bist und weißt, wie du einen Computer einzusetzen hast, dann bist du schon einmal auf dem besten Weg. Und wenn du nicht mit einem Computer umgehen kannst, und damit meine ich nicht, dass du weißt, wie du in Word die Schriftfarbe änderst, sondern den Computer effektiv nutzen kannst,
Programmieren, verkabeln, warten und so weiter. Wenn du das nicht kannst, dann wirst du früher oder später zurückgelassen. Das war meine Übersetzung und Zusammenfassung zu einer sehr interessanten Vorlesung von Jordan Peterson. Wenn du dir das ganze Video anschauen möchtest, dann findest du das Original unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was du von seinen Aussagen hältst. Wie weit stehen wir in der Gesellschaft wirklich? Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit euch. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.